Alles geht schief. Wir geraten in einen Roadblock, werden von der Regenzeit überrascht, müssen nicht nur die Dachluken und das Lüfterrad reparieren, sondern auch noch den Turboschlauch ersetzen. Zeitgleich geht unser Laptop hops und zu allem Übel werde ich auch noch krank. Mehr Pech kann man auf einmal wohl kaum haben. Ich hoffe, ihr hattet einen besseren Start in den Tag als ich. Ich habe heute früh die volle Kaffeekanne umgeworfen. Zum Glück mich nicht schlimm verbrüht. Ich habe schnell reagiert, aber die ganze Sauerei auf dem Boden im Van. Jetzt haben wir 1000 nasse Handtücher. Es hat ewig gedauert, den Kaffeesatz und so rauszukratzen. Und das, obwohl wir extra früh aufgestanden sind, kurz vor 6, weil wir spätestens um 7 losfahren wollten. Uns stehen ja 5 Stunden Bergfahrt bevor und die Straße ist bekannt für Bestechungsversuche und deswegen dachten wir lieber früh los. Daraus wird nichts, jetzt wird es statt 7 wahrscheinlich 8. Also bitte drückt die Daumen, dass wenigstens auf der Fahrt alles gut geht. Strategisch günstiger Stelle natürlich von der Landstraße, die wir fahren. Man kann sie nicht umfahren. Hier haben sie Steine hingelegt und da vorne fordern wohl Geld. Und einer hat jetzt gemeint, um 4 wird es wohl aufgehen und weitergehen. Jetzt ist aber erst 1, das heißt, wenn es dumm läuft, müssen wir jetzt 3 Stunden warten. Das wäre richtig blöd, vor allem, weil es so früh dunkel wird. Mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Scheint hier wohl öfter zu sein. Ist ein richtiges Spektakel. Das halbe Dorf sitzt da und guckt zu. Hast du was mal Oberländer gefunden darüber? Ja, so scheint hier normal zu sein. Das hat mir vorhin auch gerade eine Frau erzählt, dass es hier halt gang und gäbe. Dann ist es so. Unser Vorteil ist, wir können sowas relativ gut aussitzen. Wir haben ja eine Küche, wir können Kaffee kochen. Ich habe gerade Sandwich gemacht, wir haben kaltes Getränk. Klimaanlage fehlt. Ja, Klima fehlt, das stimmt. Couch. Aber wir können Fenster auf. Erstmal guten Appetit. Gute. Wir haben so ein Stückle vorgeschafft und jetzt kann man die Absperrung da ganz gut sehen. Rechts Nagelbrett und links Steine. So, wir sind. Hallo, ich bin auch da. Raus. Der Roadblock hat uns jetzt 3 Stunden gekostet, aber Punkt 16 Uhr ging das Nagelbrett beiseite und ich habe mir jetzt auch erklären lassen, warum das Ganze. Und zwar ist es eine Mischung aus Protest und zwar gegen die Gemeinderegierung von den Vierteln und Hilfe zur Selbsthilfe. Also irgendwie gibt der Governor wohl die den Bürgern zustehenden finanziellen Mittel nicht mehr weiter. Also sagt einfach, die werden schon erschöpft für dieses Jahr. Das kann aber wohl gar nicht sein. Vermutlich steckt das in die eigene Tasche, weiß ich natürlich nicht. Und das kreiden die ihm eben an, deswegen diese Proteste durch die Straßenblockaden. Das haben sie auch jetzt einen Zettel verteilt, wo das alles eben so draufsteht. Eben auch mit einem Appell an die Landesregierung, sie diesbezüglich zu unterstützen. Und gleichzeitig wurde jetzt von jedem Auto 50 Pesos, ungefähr 2,50 Euro, eingesammelt, die dann eben auch den 25 Gemeinden zugutekommen. Ja, also war nichts Schlimmes. War auch keine komische Stimmung oder so, hat uns jetzt halt nur 3 Stunden Zeit gekostet.
aber ich habe mich mit einer anderen Frau unterhalten, die meinte auch, bis San Cristobal sollte nichts mehr sein. Wir hoffen es, weil sonst kommen wir in die Dunkelheit, das wäre schlecht. Ich habe mir überlegt, in das Roadblock-Geschäft steige ich auch ein. Ein Nagelbrettle, paar Steine, ab geht's. Volle Kasse. Zum Glück dürfen wir uns auch ohne Straßenblockade und Nagelbretter unsererseits über eure Spenden freuen. Vielen Dank an Antje, Christine, Sigrid, Norbert und Georgie für eure Unterstützung. Wir haben es gestern noch gut und ohne weitere Zwischenfälle nach San Cristobal geschafft. Ja, kein weiterer Roadblock. No. Haben hier auch einen richtig coolen Stellplatz. Der ist ganz nah am Zentrum, sind zu Fuß, glaube ich, nur 600 Meter zu gehen. Wir stehen überdacht, Regen bockt uns also auch nicht. Haben eine Toilette, safe ist auch. Und die Nacht war... Oh ja, mega kühl, das war richtig gut. Wie viel Grad haben wir gehabt? 18 oder so vielleicht, schätze ich mal. Ja, war ganz ruhig, ganz kühl. Wir haben richtig gut geschlafen. Ich glaube 12 schon, Stunden, glaube ich. Ich glaube schon lange nicht mehr so gut und ruhig und lang. Ja. Ja, wir bleiben gut. Auch ein paar Tage, weil hier einfach das Klima so angenehm ist. San Cristobal liegt auf 2000 Metern Höhe, deswegen geht es hier auch tagsüber nur auf 23 Grad etwa. Und wir haben auch einiges zu erledigen, ein paar Sachen am Auto. Ja, Wäsche waschen, Stadterkunde. Genau. Die Fliegegittergeschichte an der Tür wollen wir angehen. Ich weiß immer noch nicht genau, wie wir das machen, aber wird irgendwie klappen. Und ein bisschen regenerieren nach den Wochen der Hitze. Oh ja, das stimmt. Und das Erste, was wir hier angeboten, das ist die Sache mit dem Fliegegitter. Dafür haben wir ja einige Sachen gekauft. Ein bisschen Holz, Magnetband, das eigentliche Fliegegittermaterial, also den Stoff, und Klettband. Und das Problem an dem Auto ist ja, dass der Arm hier innen drin läuft und nicht wie beim Ducato oder Sprinter hier oben eine separate Schiene hat, wo man das Fliegegitter einfach hier schön ins Gummi klemmen könnte, weil Arm ragt rein. Und dann haben wir hier hübe das große Problem, dass hier alles offen ist. Also sprich, selbst wenn hier mit Fliegegitter dicht ist, die Fliege hier noch rein könnte. Also gilt es jetzt zu versuchen, irgendwie hier dicht zu machen. Dann hier ein Fliegegitter anzubringen. Hier mit eurem Holzrunner ist der eigentliche Plan, dass man dann sozusagen hier aufhalten kann. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht, aber ich lege jetzt einfach mal los, wird sich Step by Step ergeben. Ich bin es ja gewohnt, ohne viel Material zu basteln, von meiner alten Firma, wo ich gearbeitet habe. Daher werden wir das schon hinkriegen. So, die kritische Ecke hier, die habe ich schon dicht gemacht. Schön ist noch nicht wirklich, aber kann man vielleicht später noch weiß lackieren. Jedenfalls schon mal dicht und Platz gemacht. Hier die Leiste abbauen müssen. Und hier unser Gewürzregal weg, inklusive Lampe. Das war auch noch vom Schränkle innen drin verschraubt. Da habe ich auch einen Teil weggemacht. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir die Konstruktion machen. Pause, der Kleber muss trocknen. Und wir haben echt ein krasses Kontrastprogramm gerade. Vor 4 Tagen haben wir uns noch einen abgeschwitzt und wussten nicht, wohin vor lauter Hitze. Jetzt mache ich gerade eine Suppe, die fahren wir übrigens seit Bolivien mit uns rum. Das ist auch immer interessant zu gucken, wo die Sachen dann herkamen, weil es so kalt ist. Wirklich, ich friere, wir haben 21 Grad und ich muss mir nachher, glaube ich, eine andere Hose anziehen, weil es echt frisch ist. Und wir sind leider in der Regenzeit angekommen. Momentan schüttet es mittags relativ kräftig. Ich denke, so wie der Himmel aussieht, kommt nachher auch noch mal was runter. Dann können wir euch zeigen, wie das hier so ist in der Regenzeit. Baustopp für heute, schon der zweite Versuch. Die Seite hier ist ganz okay. Die Seite hat zu viel Spannung und dadurch zieht es jetzt immer hier so das auseinander. Das müssen wir morgen nochmal neu machen, dann überlappen wir weiter und dann sollte das, denke ich, ganz gut sein. Als Entschädigung für die harte Arbeit gibt es jetzt was Warmes zu essen. Allerdings macht das Restaurant schon um 7, also eine halbe Stunde zu. Deswegen haben wir jetzt nur mal ein Gericht zum Teil bestellt. Wenn es nicht reicht, dann müssen wir noch woanders gucken. Die Getränke sind schon da und die Suppe ist auch schon gekommen. Was heißt es? Ist immer noch so kalt oder schon wieder? Bei 21 Grad.
Mir schmeckt halt. Und die Hauptspeise ist auch schon gekommen. Der sieht richtig gut aus. Ohne riecht auch so. Hat richtig gut geschmeckt und die eine Portion hat auch locker für uns beide gereicht. Ich hoffe jetzt nur, dass wir es gut vertragen, weil San Cristobal ist für seine schlechte Wasserqualität berühmt. Deswegen haben wir auch den Wassertank extra von anderen voll gemacht. Genau, ganz viele haben hier Probleme mit Magen-Darm, auch vom Essen und so. Also hoffen wir mal, dass alles glatt geht und wir es gut vertragen. Wenn nicht, erfahrt ihr es morgen. Oder auch nicht. Genau, also wenn ihr hierher kommt, dann keinesfalls das Trinkwasser trinken und auch nicht die Zähne damit putzen und so. Sollen wir lieber nicht machen. Das schwierigste Projekt haben wir schon hinter uns gebracht. Das Fliegengitter ist dran. Ich zeige es euch nachher noch im Detail. Es ist nur die Frage, wie lange bleibt es hängen, bis der erste von uns reinstolpert. Wahrscheinlich bin es dann ich. Ich hoffe nicht. Es war wirklich nett, einfach das hinzubasteln. Und ja, jetzt sind wir geschützt vor Moskitos. Die Regenzeit kann kommen. Ja. Und Simon ist auch schon wieder fleißig, hat die Dachluke ausmontiert, da klemmt nämlich unser Rollo und es ist auch was abgebrochen. Das versucht er jetzt gerade zu kleben mit Backpulver und Sekundenkleber. Genau. Also, ihr seht, genug zu tun. Ich muss nachher noch zur Wäscherei die Wäsche abholen und ein, zwei andere Kleinigkeiten haben wir auch noch zu tun. Es wird nicht langweilig. Julia hat ja schon gesagt, das eine Rollo ging als nicht mehr auf. Und dahinter hier war ein Stückle weggebrochen. Ich hoffe, man sieht's. Und das als kleiner Tipp, wenn man sowas hat, Sekundenkleber drauf, Backpulver draufstreiche, da kann man sogar ein bisschen Lücke füllen, was nachformen. Und das wird richtig, richtig hart, funktioniert wunderbar, um sowas da zu kleben oder zu verstärken. Jetzt versuche ich den ganzen Rollo mit all seinen Einzelteilen mal wieder zusammenzubauen soweit. Und Julia hat schon das Rollo geschrubbelt und geht's halbwegs sauber. Ja, Spoiler mit dem guten Frosch, ich schwör drauf, funktioniert es wirklich einwandfrei. Hat in Chile auch schon geklappt. Quack. Hier haben wir das nächste Teil, das gebrochen ist. Habe ich jetzt zum Glück noch gefunden vom Zusammenbau. Und da kann man jetzt genau sehen, die Risse. Und das versuche ich jetzt von beiden Seiten wieder mit Sekundenkleber Backpulver. Und Julia filmt es einfach mal. Zuerst Sekundenkleber drauf an die Stelle. Seht ihr jetzt schlecht, ist auch für mich schlecht zu sehen und fuddelig. So, der ist jetzt drauf. Und dann nehmen wir mal ein bisschen Backpulver und streue das an die Stelle, wo der Sekundenkleber ist. Ruhig ein bisschen drauf. So. Und dann machen wir das Backpulver noch einmal nass mit Sekundenkleber. Das saugt dann so richtig schön. So, kann man sehen. Ja. Die andere Seite mache ich jetzt ohne euch. Auch voll die Fehlkonstruktion, hat sich jetzt einfach die Alufolie, die als Hitzebeschichtung auf dem Rollo ist, abgelöst. Da war jetzt Luft drunter, eine richtige Luftblase, deswegen hat sich es nicht mehr aufgerollt. Jetzt haben wir es einfach abgepult. Ja, wahrscheinlich nicht optimal mit dem Hitzeschutz, aber wenigstens funktioniert der Rollo wieder. Hat Simon etliche Nerven gekostet, er baut die Dachluke jetzt gerade wieder ein, hoffentlich funktioniert es. Supi, funktioniert. Ich lasse Simon jetzt mal noch ein bisschen allein fluchen und zeige euch mal jetzt noch die nähere Umgebung von unserem coolen Stellplatz. Wir stehen hier und nur ein paar Schritte weiter hat es einen Coworking Space. Ich war da vor ein paar Tagen und habe mich erkundigt, wie da die Arbeitsbedingungen sind und was es kostet, weil ich die Steuererklärung noch machen muss. Auch davor bleibt man auf Reise leider nicht verschont. Und irgendwie haben die ewig gebraucht, um die Preise rauszufinden, mussten sich telefonisch nochmal rückversichern. Hier ist der Coworking Space. Und per Zufall habe ich das WLAN-Passwort gesehen, das da an Bord stand für die Gäste vom Hostel. Und ihr werdet es nicht glauben,
Das WLAN reicht bis zu unserem Spot. Das heißt, wir haben jetzt auch perfektes Internet. Ich kann die Steuererklärung dort machen. Wir können Video hochladen. Mega gut. Und gerade mal eine Tür weiter gibt es ein anderes Hostel. Dies hier, Posada Santa, heißt glaube ich, da war ich vorhin duschen für 50 Pesos, umgerechnet ja, 2,50 Euro. Gab es eine heiße und saubere Dusche. Was will man mehr? Und hier ums Eck geht es gleich um die Kurve. Da gibt es einen Grocery Shop, also Obst, Gemüse, eine richtig gute Bäckerei, einen Käseladen. Das zeige ich euch aber, wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen. Jetzt erstmal zur Wäsche. Pech gehabt, scheint gerade geschlossen zu haben, wahrscheinlich Mittagspause. Probier es einfach um 16 Uhr nochmal, ist ja nicht weit. Unser Stellplatz ist echt gerade auf der anderen Seite. Desto mehr man macht am Bus, so ist es irgendwie immer, desto mehr findet man. Jetzt wollte man noch die zweite Dachluke hier, das Gitter, wo der Lüfter ist und der Abzug alles, richtig sauber machen. Und jetzt habe ich gesehen, dass das Lüfterrad hier leichte Risse hat. Deswegen muss ich das da jetzt auch mal noch runterschrauben. Es war einfach, da haben wir es schon. Und wie man sehen kann, hier sind Risse. Das ist nicht gut, das muss ich irgendwie reparieren, sonst fliegt uns das Ding nämlich um die Ohren. Julia reinigt mal die ganzen Teile. Geht's halbwegs gut? Ja, ich glaube, das ist noch der einfachste Part. Lüfterrad ist auch sauber. Und jetzt kann man hier auch den großen Riss sehen und ein, zwei kleine, die sich da schon bilden. Ja, das ist ähnlich irgendwie mit dem Solarhalter, die ich da in Bahia Inglesia in Chile abgebaut habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, der ganze Mist ist irgendwie nicht für UV geeignet. Ich verstehe es nicht. Bei Teilen, wo immer Licht hinkommt, die Solarpanelhalter, die sind gerade auseinandergeflogen. Hier das gleiche Spiel. Durch was soll das reißen oder porös werden? Keine Ahnung. Ich kann mir nur vorstellen, durch UV und dann wird es porös. Habt ihr eine Idee? Der Sekundenkleber hat nicht gereicht, aber Julia hat hier einen Lade gefunden, da kostet die Tube nur 50 Cent und da haben wir uns jetzt gleich mal mit 5 Stück eingedeckt. Der letzte von Uhu, den wir hatten, ich glaube, der hat 5 Euro gekostet und ich habe jetzt schon eine Tube probiert, der funktioniert top. 5 auf Reserve, nee, wir brauchen noch 2-3 Viertel Lüfter und der Rest auf Reserve. Nächste Reparatur kommt irgendwann. Und da der Tag schon wieder fast vorbei ist, kochen wir heute wieder nichts, sondern gehen essen. Julia hat wohl ein günstiges Restaurant ausfindig gemacht. Jetzt müssen wir es nur noch finden, dann geht's los. Haben wir uns verdient heute. Sie. Richtig hübsches Restaurant hat Julia ausgesucht. Und da gibt es wohl Menüs. Hier schauen wir mal, was es für uns gibt. Die haben ja ein super Mittagstischangebot von 13 bis 18 Uhr. Kostet ungefähr zwischen 5 und 6 Euro. Aber mit Getränk, mit Reis, Bohnen, Tacos als Vorspeise. Popcorn. Und Simon nimmt Rinderfiletstreifen in Salsa, also in der Soße. Und ich nehme die Enchiladas de Pollo mit Hühnchen. Gemüsesüpple sind Fleisch, genau mein Ding. Die Hauptspeise ist eingetroffen und es riecht richtig gut und ich habe auch richtig Hunger jetzt. Meine Enchiladas sehen auch gut aus. Wir teilen. Es war sehr lecker und ich bin sehr satt. Jetzt drehen wir noch mal eine Runde an der Wäscherei vorbei. Vielleicht hat sie ja jetzt auf und wenn nicht, dann einfach morgen früh. Egal. Versuch Nummer 3 Glücks. Die Tür ist offen. Buenas tardes. So, die Dachluke mit geklebtem Lüfter ist auch wieder dran. Und funktioniert. Alles gut. Das war's für heute. Morgen nur noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und dann sind wir wieder up to date. Außer Turboschlauch und
der Schiebetür den Arm, wo man noch tauschen müsse, das kriege ich hier nicht hin. Ich habe nichts, um die Tür zu unterlegen. Aber der Turboschlauch, den kriegen wir hier vielleicht noch gemacht. Unsere Arbeiten am Van nähern sich langsam, aber sicher dem Ende. Und hier ist gerade Zwetschgen- und Pfirsichzeit. Ich habe gestern ein Kilo Pflaumen oder so gekauft und backe uns jetzt einen Kuchen und mache lecker Pflaumenkompott noch fürs Joghurt zum Frühstück. Die Rezepte, tatsächlich die beiden, findest du übrigens auf unserer Homepage. Wir blenden dir den Namen ein und verlinken es. Da gibt es auch unseren spannenden Reiseblog, der tatsächlich aktueller ist als unsere Videos. Also auch da gern mal reinschauen. Nicht fehlen darf natürlich der Bosch Akkuschrauber zum Rühren. Den haben wir ja sogar ausnahmsweise mal noch griffbereit gehabt, dank der ganzen Reparaturen. Tipptopp. Kuchen ist fertig, sieht gut aus, würde ich sagen, sogar mit Streuseln. Ja, so schön wie bei meiner Oma Ida wird der Streuselkuchen leider nicht. Aber egal, schmecken tut er. Und ich habe in der Zwischenzeit auch schon mal die ganzen Pflaumen geschnitten fürs Kompott. Blöderweise habe ich den Entsteiner natürlich nicht mit auf die Reise genommen. Hätte ich es mal besser getan. War jetzt ganz schön friemelig, das alles mit dem Messer zu schneiden. Aber egal, ich habe ja Zeit. Hat geklappt und wir haben die nächsten Tage was Leckeres zu essen. Schatzi war in der Zeit auch nicht untätig. Simon, was machst du? Pause. Am liebsten, gell? Unterbodenschutz habe ich weggebaut. Habe gerade mal Flüssigkeiten noch soweit kontrolliert. Sieht alles gut aus. Jetzt das nächste dann der Schlauchausbau, unsere Mais-Erbsche Turboschlauchkonstruktion. Und das dann erneuern. Und da haben wir so Alubutylband rumgewickelt. Das hat sich in der Hitze ein bisschen aufgelöst und da unten drin ganz schön rumgeschmoddert. Da brauchen wir vielleicht mal noch ein Dösle Bremsereiniger oder so, um das wieder ordentlich sauber zu kriegen. Aber ansonsten alles prima. Motor ist furztrocken sozusagen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, wir schaffen es bis nach Alaska. Juhu. Verrückt. Und ich glaube, wir haben euch noch gar nicht unsere fertige Fliegengitterkonstruktion gezeigt. Es sieht wirklich gut aus. Hat Simon gut gebastelt. Wir haben hier jetzt von diesen Magnetstreifen, die nicht getaugt haben für unsere Lattenkonstruktion, jetzt aber hier mal noch so einen kleinen Verschluss angebracht, damit es einfach auch schön dicht bleibt, zumindest wenn man drin ist. Wir müssen uns jetzt nur noch dran gewöhnen, ganz vorsichtig immer ein- und auszusteigen, damit wir es nicht runterreißen, aber das wird auch noch. Somit kann die Regen- und Moskitozeit jetzt kommen, auch wenn wir eigentlich gern drauf verzichten können. Schön, oder? Haben wir das gute Stück. Mais-Erbsen-Konstruktion. Hat kalte, immer alles noch fest. Aber das Alubutyl hat sich gelöst, deswegen auch wieder gepfiffen in der letzten Zeit ein bisschen. Und das ist der neue. Zumindest der gleiche. Den bauen wir jetzt wieder ein. Simon ist in den letzten Zügen, war ganz schön friemelig, ohne Auffahrrampe den Unterbodenschutz abzumontieren und wieder dran zu montieren. Just in time auch, würde ich sagen. Es fängt nämlich gerade im Moment an, leicht zu regnen. Verdiente Kaffeepause und ich glaube, mein Schatz braucht nachher eine Dusche. Der ist überall ganz schwarz. Quatsch. Eigentlich nur hier den Streifen am Bauch vom T-Shirt, weil der zu dick ist beim unters Auto krabbeln. Quatsch. Ich schicht noch kurz unser Joghurt Granola Pflaumenmüsli für morgen früh und dann hat sich's auch. Ist wirklich super simpel. Eigentlich braucht man nur Joghurt, Granola und eben die eingekochte Frucht und dann alles abwechselnd in eine Schüssel schichten, in den Kühlschrank stellen und am nächsten Morgen rausholen und genießen. Einfacher und schneller geht's eigentlich nicht. Und es funktioniert auch mit allem möglichen Obst, nicht nur mit Pflaumen. Der Julia geht's heute nicht so gut. Die hat es heute Nacht irgendwie erwischt. Die war tausendmal auf Toilette und hat jetzt, glaube ich, einmal alles, aber schläft noch ein bisschen. Muss ich allein Kaffee trinken und das feine Pflaumenmüsli allein essen.
Der Julia geht's nur nicht besser. Jetzt muss sie auch noch allein Pflaumenkuchen essen. War mal in der Apotheke und hab was geholt. Hoffen wir, dass es hilft. Und auch ganz schlimm, seit gestern geht unser Laptop nicht mehr an. Das heißt, keine Videos machen mal vorerst. Ganz schlecht. Aber wenn ihr das hier seht, dann geht er vielleicht sogar wieder. Naja, jetzt müssen wir dann auch noch einen Laptop-Doktor, einen Doktor für die Julia suchen, einen Laptop-Doktor suchen. Ja, alles nicht so einfach. Leider, bisschen blöd. Guten Morgen. Schaut mal, wer da ist. Na? Streck mal den Kopf rein. Mir geht schon wieder besser. Das ist schön. Ein bisschen. Ja, Julia geht es ein bisschen besser, ist ganz gut soweit. Wir versuchen jetzt mal in die Stadt da zu gehen und jemanden zu finden, der nach unserem Laptop gucken kann, weil er lässt sich tatsächlich nicht einschalten, Internet gibt nichts her. Unser IT-Experte aus Ettlingen, der Manfred Thun, der auch hier gereist ist, liebe Grüße, ja, hat uns ein paar Tipps gegeben, wir haben alles probiert, nichts geholfen, drückt uns die Daumen, dass es nichts Schlimmeres ist. Die Prognose war im schlimmsten Fall irgendwie Platinenbruch und dann wäre das wohl ein Totalschaden. Das wäre echt schlecht für uns und das beim 2er alte Laptop. Ey. Daumen drücken bitte. Richtig blöd ist nur, dass es andauernd regnet. Wir sind ja mittlerweile in der Regenzeit. Wir hatten echt Glück mit unserer Autoreparatur. An dem Tag war es trocken, aber gestern hat es den ganzen Tag geschüttet und heute, seit heute Morgen auch schon. Alle 5 Minuten und wir müssen ganz schön weit laufen. Ich weiß ja, was wird. Ich würde sagen, wir packen einfach mal die Tasche und sobald es nachlässt, machen wir los. Nützt ja nichts. Es regnet jetzt wirklich schon fast ununterbrochen den ganzen Tag nonstop und zwar richtig heftig. Ich sitze hier mit Tee, zwar auch, weil ich krank war, aber auch, weil es einfach kalt ist. Nicht zu vergessen, vor einer Woche haben wir noch bei 40 Grad geschwitzt. Jetzt sitzen wir hier mit Jacke und müssen bald die Pudelmütze aufziehen. Es ist echt ungemütlich und also mit der Laptop-Reparatur wird es heute definitiv nichts mehr. Hoffentlich haben wir morgen besseres Wetter. Aber ich habe die Steuererklärung erledigt. Das war auch nötig. Noch ein kleines bisschen was gearbeitet. Und jetzt lege ich mich, glaube ich, ins Bett und gucke Film mit unserem WLAN, den wir vom Hostel gegenüber geklaut haben. So kriegt man auch den Tag rum. Ihr habt es ja gesehen, aufgrund von den krassen Dauerregen gestern konnten wir wirklich den Van nicht verlassen. Anscheinend waren es irgendwelche Ausläufer von dem ersten Tropensturm des Jahres über der Karibik. Es nieselt schon wieder. Deswegen habe ich den Poncho an, wir haben die Schirme dabei, aber wir gehen jetzt mal zum PC-Doc. Bitte die Daumen drücken, dass er das Teil irgendwie wieder hinbekommt, sonst haben wir echt ein fettes Problem. Wir haben einen PC-Händler gefunden, Laptop-Händler, leider kann er nichts dran machen, sagt er. Er vermutet, es ist die Tastatur mit Startknopf, aber man muss zu einem offiziellen HP-Händler, ne? Und den gibt es erst in der Bundesland Hauptstadt, welche eigentlich auch unser nächster Stopp ist. Ne? Ja. Wie heißt die Stadt? Tuschler, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Ich weiß nicht so genau, wie man das X hier korrekt ausspricht. Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt mal googeln nach HP-Händlern dort. Wenn nicht, gibt es auf der Homepage schon eine Service-Nummer, die man kontaktieren kann. Und dann hoffen wir einfach mal, dass es wirklich dieser Stadtknopf ist. Ja. Ja, schöner. Zurück zum Van. Diese Woche kein Video. Eine Straße weiter haben wir jetzt doch noch einen Händler gefunden, den wir auch eigentlich gesucht haben. Der hat wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach nur nicht offen gehabt. Der hatte auch ganz viele HP-Laptops in der Auslage und der macht jetzt zumindest mal eine Fehlerdiagnose und schickt uns dann eine WhatsApp mit dem Ergebnis. Die Diagnose ist auch kostenfrei, nur die Reparatur wird was kosten. Dann wissen wir vielleicht zumindest mehr und könnten eventuell jetzt hier vor Ort schon was machen lassen. Das wäre mega. Also weiterhin bitte die Daumen drücken. Jetzt sind wir gerade noch an der Kaffeerösterei vorbei gestolpert und unser Kaffee geht leer. Hat jetzt das Kilo ungefähr 10 Euro gekostet, frisch gemahlen. Kaffee hier aus dem Hochland.
Er erscheint mir nur ein bisschen fein für unsere French Press, aber sie hat gemeint, sie benutzt den auch und es funktioniert wunderbar. Deswegen sollte es klappen und 10 Euro ist der erhebende Preis. Wie schon fast erwartet, hat sich unser Laptop-Mensch noch nicht gemeldet. Das heißt, warte bis morgen. Ob der Laptop in Ordnung ist, ob das Auto durchhält, ob wir weiterhin Mexiko erkunden und neue, spannende Orte entdecken können, all das erfahrt ihr kommende Woche.